ad uno che non posso parlare a lei in italiano. Mi sono molto felice che Silvia va la traduzione per me. Grazie mille. Deutsch. Ich möchte Ihnen etwas über die Behinderten-Selbsthilfe in Deutschland erzählen, wie sie aufgebaut ist und warum sie so aufgebaut ist und was sie vielleicht auch erreicht hat. Voglio parlare dell'importanza dell'autoaiuto e assistenza alle persone disabili in Germania. Voglio raccontarvi come è strutturato e da dove è partito questo aiuto sociale. Bevor ich damit anfange, möchte ich das kurz selber vorstellen. Prima voglio presentarmi. Ich bin Wilhelm Nickelmeier und ich arbeite bei Selbstbestimmt Leben in Bremen. Sono Wilhelm Nickelmeier e lavoro dal vivere al movimento Vivere Indipendentemente, autonomamente a Bremen. Das ist eine Organisation, die wurde von Behinderten gegründet. È un'organizzazione creata da persone disabili. Und dort arbeiten auch behinderte Menschen. Wir haben eine Beratungsstelle für behinderte Menschen. E in questo posto lavorano soltanto persone con disabilità e facciamo counseling per persone con disabilità. Was wir sonst noch machen, da komme ich vielleicht später noch zu. E sugli altri nostri progetti parlerò in più tardi. Ich bin nicht der Präsident von der Selbstbestimmung, sondern ich bin ein Mitarbeiter von der Selbstbestimmung. Non sono il presidente del movimento, ma sono soltanto un collaboratore. Die Präsidenten sitzen hier. I presidenti sono dei due signori sulle carrozzine. Sie sind alle behindert. E sono tutti persone con disabilità. Behinderte Menschen haben wohl etwas sagen. Le persone con disabilità da noi comandano. Jetzt möchte ich Ihnen also einen Überblick geben über die Zusammensetzung und über die Geschichte der Behinderten-Selbsthilfe in Bremen. Und ich unterscheide immer zwischen Behindertenhilfe. Behindertenhilfe meint ja eine Einrichtung und Dienste und nichtstaatliche Organisationen, die persönliche Hilfe in Form von Pflege, Teilhabe, Hilfen oder Beratung für behinderte Menschen anbieten oder die Interessen behinderter Menschen behandeln. Come autoaiuto alle persone disabili si intende tutte le organizzazioni e iniziative di gruppo delle persone con disabilità e dei loro familiari che hanno come supporto la soluzione dei problemi delle persone con disabilità. Questi gruppi di autoaiuto non sono movimenti guidati dallo Stato, sono privati. Und unter Behindertenselbsthilfe meine ich hier die Organisationen und gemeinschaftlichen Initiativen von behinderten Menschen und Angehörigen, deren Zweck es ist, zur Lösung der Probleme beizutragen, die besonders für behinderte Menschen bestehen. Con questi aiuti intendo yeah.